war ein feierlicher Abend, das Fest der Pflege. Allerdings flossen zu Beginn noch Tränen. Im August habe ich Nachtdienst gehabt und die Mara hat da im Nachtdienst leider Gottes einen Atemkreislaufstillstand gehabt. Und ich war die Erste, die halt in das Zimmer reingelaufen ist, mit Mama geläutet hat. Und sie war halt dann leider Gottes zum Reanimieren erfolgreich, Gott sei Dank. Gerade wie es bei uns eine Notsituation war, ich bin nur da gestanden und habe nichts da können. Und Marlene, die hat einfach reagiert und hat das Richtige gemacht. Und ja, wenn solche Menschen mit Marlene und ihre Kollegen halt nicht gab, dann war ich halt nicht mit meiner Tochter da. Die Geschichte der kleinen Mara ist eine der vielen berührenden Erlebnisse, die dank der Pflege erzielt werden können. Das Bild des Pflegeberufs ins positive Licht zu rücken, war das Ziel des Gesellschaftsmagazins Die Oberösterreicherin. So wurde mitunter ein Voting ins Leben gerufen, bei dem man die Pflegerin und den Pfleger des Jahres wählen konnte. Wir wollten diesem Thema mal ein bisschen mehr Raum geben und haben in den letzten 5 Ausgaben permanent schon berichtet über die Thematik aus den Spitälern und haben gesagt, naja, jetzt müssen wir dem Ganzen irgendwie einen Punkt darauf setzen. Und dann haben wir gesagt, machen wir ein Pflegefest, machen wir ein Voting. Und es haben wahnsinnig viele Leute mitgemacht bei dem Voting und wir haben heute die Sieger da und die 10 Erstplatzierten und haben alle eingeladen, die irgendwie mitgemacht haben. Und es ist ein total tolles Fest, es sind um die 250 Leute da, wenn man total freut und es kommt auch die Thematik sehr gut an. Also eigentlich der Hintergrund ist der, dass mein Papa pflegebedürftig geworden ist, ist leider gestorben vor einem Monat. Und da bin ich wirklich in alle Bereiche mit der Pflege in Verbindung gekommen. Von mobiler Betreuung, von Kurzzeitpflege, von Altersheim bis zum Sterben im Krankenhaus. Und das war eigentlich dann schon was, wo ich mir gedacht habe, diese Leute waren so viel für uns da. Wenn man die alten Leute im letzten Lebensabschnitt begleiten darf, das finde ich sehr ehrenvoll und ja, wunderbar. Wirklich wunderschöne Arbeit. Ja. Schwester Immaculata, die mit 84 Jahren noch immer dem Pflegedienst nachgeht, bringt es auf den Punkt. Die Liebe muss dabei sein, die Menschen muss man lieben. Dann ist ein ganz ein schönes, man wird so reich beschenkt, wie da was zurückkommt. Ein Geschenk, das unbezahlbar ist.